So, meine Lieben, da bin ich wieder, mein zweiter Orakel. Und zwar auch Wochenbotschaft von 16. bis 22. Januar 2017. Das ist eine allgemeine Legung. Und das betrifft allen Bereichen, ja, Finanz, dein Leben, kann auch Leben dabei sein, ne? Einfach, dass ihr wisst. Ja? Ich benutze die Karten. So, die mit Engelskarten auch. So, dann fangen wir mal an. Hä? Da mache ich ein bisschen da auf die Seite. So, eine Karte möchte ich von den Engeln, was diese Woche für uns für Botschaft gibt. Eine Karte für diese Woche von 16. bis 22. Januar. Gibt uns eine Botschaft. Die Karten sind so viele. Schwierigkeit zum Mischen. So. Dann lese ich mal vor. Okay. Das ist diese Karte hier. Da. Lese ich mal vor. He? 10 des Handels. Du arbeitest zu viel. Die Engel bitten dich, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen deinem Beruf und deinem Privatleben. Sei bereit, anderen um Hilfe zu bitten, um deine Last zu reduzieren, damit du dich besser um dein eigenes Wohlergehen kümmern kannst. Das ständige Bemühen, andere glücklich zu machen, kann deiner Gesundheit schaden. Das ist für uns alle. He? So, ich fange mal an mit Stapel 1, 2, 3, wie beim ersten Video. Geh mal los für die nächste Woche. Von 16. bis 22. Januar. Bitte, liebes Universum, gib uns 3 Karten für deine Kinder. He? 3 Botschaften für diese Woche, die kommen wird. Ja, da ist eine. Eine. Noch 2 bitte. 2, 3. So, Stapel 1, 2 und 3. Die letzte Karte zeige ich auch sehr gerne. Und das ist die 2 Gabriel. Lese mal vor, für uns alle. Trifft kühne und ambitionierte Entscheidungen. Großer Fortschritt ist möglich. Wichtige Beziehungen mit Menschen, die deine Vision teilen. Sehr schöne Botschaft, die mache ich ein bisschen da, Platz schaffen. Dann benutze ich die Zigeunerkarte. Die sind sehr, sehr gut. Die gehen auf den Punkt. So. Eine Karte für jede Stapel. 1, 2, 3. Also meine Orakel von 16. bis 22. Januar. Was erwartet uns für Botschaften für nächste Woche? Botschaften für die nächste kommende Woche in allen Bereichen. Dankeschön. So, die letzte Karte. Da mache ich hier. Und 3 Karten für diese kleine Engel. So, ich liebe diese Karten. Ich veröffentliche einmal diese alle Kartendecks, die ich benutze. Ja? Die habe ich mich total verliebt und ich musste diese da kaufen. So, noch 3 Botschaften von den Engels an uns. 3 Karten. Stapel 1, 2 und 3. Ich betone noch einmal, wenn es so schnell geht, ja, einfach das Video anhalten, ja.
und die Stapel auswählen. Ich weiß, manchmal geht das wieder zu schnell und man ist noch nicht. Einfach auf die Pause drücken und nachher wieder auf das Play-Taste drücken. So, noch zwei Karten. Botschaft von den Engels an uns für die nächste Woche. Ich habe meine Stapel schon gewählt. Ach ja, das ist das Wort, das man nicht möchte. Geduld ist der Schlüssel zum Glück. Das ist auch eine schöne Botschaft, mache ich auch hier. So, dann beginnen wir mit der Deutung, Stapel 1 zuerst. Aha. Mhm. Ach, so ich liebe diese Karten. So, die Stapel 1. Richter. Wage etwas Neues. Hä? Entscheidung. Hä? Richter ist Entscheidung. Trennung kann auch Trennung von alten Dingen. Damit etwas Neues wagen kannst. Nächste Woche, das ist eine Wochenorakel. Glaube an dich. Höre auf dein Herz. Tu was dir Freude macht. Hm? Wage etwas Neues. Ja? Egal welchen Bereich, Finanz oder Ausbildung, Weiterbildung. Ja, was hast du vor? Und es steht, glaube an dich. Ja? Glaube an dich. Wenn du das auf dem Weg an dich glaubst und wagst, etwas Neues zu tun, auch in Berufswelt, etwas Neues wagen, hör auf dein Herz. Du bist auf dem richtigen Weg. Tu, was dir Freude macht. Ja? Man kann auch das Berufsleben das, was dich erfüllt. Hä? Und das blüht denn, wenn man an sich glaubt, an diese Sache glaubt, die man im Kopf hat oder im Herz. Und sei mit Herz dabei. Und trenne dich von etwas Altes, egal in welchem Bereich. Trennung, Entscheidung, gerecht. Sei gerecht zu dir selbst. Hör auf dein Herz. Stapel 1. Entschuldigung, ich habe fast vergessen. Und die Engel möchte dir sagen, du bist stärker, als du denkst. Stapel 1. Ja, das ist auch so. Stimming, richtig in Stimmung, also in Resonanz mit dieser Karte. So stimmig. Ich muss immer von Schweizerdeutsch auf Deutsch. Okay, super. Dann Stapel 2. Was kommen wir? Ritter Raphael. Mhm. Ritter Raphael, romantisch, dramatisch, poetisch, introspektiv. Stapel 2. Hier. Ich muss zu mir drehen, die Karte, sonst kann ich nicht lesen, ja? Entschuldigung. Hingebungsvolle Liebesbeziehungen. Total verzaubert. Situationen oder Themen, die dein Herz zum Flattern bringen. Ach, ist das auch nicht schön. Das hat zu tun mit Liebe, Stapel 2. Ja? Hä? Hingebungsvolle Liebesbeziehungen, total verzaubert, Situationen oder Themen, die dein Herz zum Flattern bringen. Jetzt kannst du auswählen, welche Botschaft für dich stimmig ist. Und Geistliche, das ist für mich wie das Kreuz. Hä? Alles ist Schicksalhaftes. Hä? Vielleicht schicksalhaftes Liebesbeziehungen. Vielleicht hast du schon, bist du schon in dieser Bindung oder das kommt noch. Und sei vergewiss, dass es mit schicksalhafter Liebesbeziehung ist. Hm? Schön. Und nicht vergessen, habe fast vergessen, irgendwas ist immer. Das ist die zweite Engelsbotschaft für dich, die Stapel 2 gewählt hat. Oh, ich hoffe, es ist die Hinterkammer zu sehen.
So. Stapel 3 gewählt hast. Ändere dein Leben. Geschenk. Das kommt nachher. Ich zeige mal in der Kamera. Geschenk. Geschenk ist nicht nur Geschenk, auch, ja. Aber ich deute auch Überraschung, Einladung. Ändere dein Leben. Erzengel Kamuel, das muss ich lesen, ja. Eine plötzliche Enthüllung, die Freiheit anbietet. Schiebe die Dinge nicht länger auf. Nimm die Gelegenheiten an, die Veränderungen dir bringen. Ja? Stapel 3. Und dann kommt die Engelskarte, Botschaft für dich. Oh, ist das nicht schön? Oh, schauen wir, ob es... Frieden sei mit dir. Frieden sei mit dir. Ändere dein Leben, ja, ändere deine Richtung. Das, was jetzt ist, vielleicht bist du nicht so zufrieden, wie es läuft, oder auch in einer Partnerschaft oder in deinem Beruf. Wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man nicht richtig schön arbeiten. Man muss auch mit Freude machen, mit Liebe. Und dann blüht das, ja. So, jetzt habe ich nochmal... Ziehe drei Karten für Stapel 1, 2, 3 und ich lese die Botschaften, ja? Das sind Weisheitskarten der Seele, das Büchlein dazu. Und hier gibt es auch Botschaften für die nächste kommende Woche. Ich mische mal die Karten, ja? Und das ist eine Botschaft für Stapel 1, 2 und 3, die dazu kommt, ja? Noch drei Karten. Oh ja, da habe ich noch schon eine. Noch zwei Karten. So, da habe ich sie. Ah, das ist auch schön. Letzte Karte zeige ich auch immer für alle, ja? Das ist für alle, für die nächstkommende Woche, neues Leben. Da mache ich hier. So. Und jetzt deutlich, geht es ein bisschen lang, also länger. Aber das ist auch für die nächstkommende Woche. Das magische Gebet, die Ermutigung und die Höhle des Drachens. So, jetzt mache ich mal die... Das magische Gebet, mal suchen hier, was das für die Botschaft, die bedeutende Botschaft, lese ich mal vor. Das magische Gebet, ich sprich deine Gebete, lausche auf die Antwort und handle voll Vertrauen. Wenn du diese Karte ziehst, so ist dies eine Bestätigung, dass deine Gebete eine Antwort finden werden. Das göttliche Prinzip ist immer für dich da, um dir zu helfen, um dich zu heilen, wenn du in Not bist. Dabei lautet das Beste aller Gebete, dein Wille geschehe durch mich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So, und das ist das Stapel 2, Ermutigung. Ermutigung 54, Entschuldigung, muss suchen. Geht ein wenig... Braucht ein wenig Zeit. Ah ja. Ermutigung. Du erhältst einen sanften Anstoß, der dir die richtige Richtung weist. Diese Karte ist für dich eine behutsame Ermutigung, dein Leben in die Hand zu nehmen und den Traum deines Lebens zu verwirklichen. In der Welt warten neue Dinge darauf, von dir entdeckt zu werden. Und die fürsorgliche Macht des Universums stößt dich sanft in die richtige Richtung. Du wirst die Hilfe erhalten, denen du bedarfst. Und bei deiner Suche nicht allein bleiben. Jeder Schritt, den du jetzt tust, ist von der Weisheit des Universums mitgetragen. Du bist auf dem richtigen Weg. Folge ihm. Dann Stapel 3. Die Höhle des Drachens. 19.
Und ich lese jetzt wieder, auch vor, für Stapel 3, die Höhle des Drachen. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Du verfügst über ein bemerkenswertes inneres Warnsystem, das dich wissen lässt, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Du bist dabei, gefährliches Terrain zu betreten, also setze deine Schritte vorsichtig und achte darauf, was dich umgibst. So, das war's, mein Orakel, der Nummer 2, zweite Orakel, mein Schatzalinus. Ich hoffe, ich könnte euch helfen für die nächste Woche von 16. bis 22. Januar 2017 und bis zum nächsten Mal. Bye!